Ein fröhliches Moin Moin aus dem hohen Norden. Mein Name ist Frau Baustein und bei mir dreht sich alles um den Klemmbaustein. Und heute habe ich mal wieder ein Cumin-Set dabei. Und zwar ein Jungen-Set. Es geht um die Polizei. Das Set heißt Panda-Rettung, irgendwie sowas, Panda-Rettung im Urwald, irgendwas in der Richtung. Und hat 261 Teile, das ist eine ganze Menge. Eigentlich ist es nur dieses Auto, nur in Anführungsstrichen. Aber man baut da eine ganze Menge dran rum. Das Set kostet 9,99 Euro. Das ist also wirklich so ein, ja, so ein Starter-Set, so ganz entspannt, 9,99 Euro. Und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Ich würde sagen, wir starten mal bei den Figuren. Das ist bei Cumin ja so eine Sache, vielleicht habt ihr das ja mitbekommen. Es gab ja um die Ähnlichkeit der Cumin-Figuren zu den Lego-Figuren eine ganze Menge Ärger in letzter Zeit. Und Cumin hat seine Figuren aber verändert. Die haben jetzt andere Köpfe, und zwar diese Riesenköpfe. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, man kann da wirklich geteilter Meinung sein. Ich bin gespannt, ob ich mich daran gewöhnen kann. Momentan geht es so hin und her. Trotzdem muss ich sagen, vom Grundsatz her sind diese Figuren toll gemacht. Also jetzt einfach von dem, wie sie gemacht sind, von dem Design mal ab, also von Geschmack mal abgesehen. Sondern einfach nur, wenn man sich jetzt, ich zeige euch die gleich in die Kamera, wenn man sich die jetzt ganz genau anschaut und man schaut zum Beispiel auf die Drucke und so und auf den Aufwand, den man hier betrieben hat, sind die toll gemacht. Es gibt zwei Figuren, und zwar einen Polizisten und einen Verbrecher. Oder es ist wahrscheinlich so eine Art Wilderer oder so. Und ihr könnt zum Beispiel hier schon sehen, dass die Oberkörper und die sozusagen die Beine bedruckt sind. Und zwar richtig gut bedruckt, also richtig schön. Könnt ihr auch hier nochmal auf der Rückseite sehen. Rückseiten sind auch bedruckt. Es gibt jetzt hier keine Wendegesichter oder sowas. Die Gesichter finde ich gewöhnungsbedürftig. Und jetzt mal unabhängig von den Köpfen. Klar sind die riesig, aber okay. Kann man machen, aber ich finde die Gesichter ein bisschen komisch. Die gucken sehr, sehr, sehr verkrampft. Und auch so sehr, also ich finde, was ich daran nicht schön finde, ist, dass die sehr stark beeinflussen, was man mit diesen Figuren spielt. Und das finde ich ein bisschen doof. Das ist wenig neutral, sondern es ist so sehr verbissen. So, sorry für den Sound. Gefällt mir nicht so gut. Einfach, weil es das Spiel einschränkt, was man jetzt hiermit irgendwie, das ist sehr aggressiv. Klar, es ist ein Polizeithema und so, vielleicht gehört das dahin. Trotzdem fände ich es viel schöner, wenn man mit diesem Polizisten auch was anderes spielen könnte, als nur die aggressive Rolle. Ist aber vielleicht jetzt hier wieder mein Pädagogending und so, ihr wisst das ja schon, ihr habt das ja vielleicht schon mitbekommen. Wir schauen mal auf den Karton. Wie gesagt, 9,99 €. Und ich muss sagen, dafür, ihr seht, es gibt einen Panda, der hat ein bisschen Grün dabei, damit er was zu fressen hat. Und dann gibt es dieses richtig große Auto. Und ehrlich gesagt, ich finde, es sieht auf der Verpackung sogar noch kleiner aus, als es wirklich ist. Schauen wir auf die Rückseite. Es geht halt darum, dass die Polizei den Panda rettet. Und anscheinend nehmen sie den Panda dann mit und bringen ihn in Sicherheit. Deswegen kann man den hier hinten auch aufladen. Ich finde es ja immer toll, wenn es Tiere dazu gibt. Das ist ein netter Panda. Ich dachte, er könnte den Kopf bewegen. Ich bin mir nach wie vor nicht ganz sicher, ob er das kann oder ob er es nicht kann. Er tut es auf jeden Fall nicht. Die Beine, ich glaube, es klemmt ein bisschen. Ich will es aber auch nicht irgendwie übertreiben. Das eine Bein kann er bewegen, das andere auch. Die eine Seite hier ist irgendwie fest. Vielleicht gehört das auch so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist auf jeden Fall ein Tier. Super. Grundsätzlich bin ich ja schon mal froh, wenn wir ein Tier bekommen. Das ist ja bei Lego auch immer so eine Sache. Da gibt es auch maximal eins. Und hier haben wir auch eins. Aber ich finde es ja ein großer Unterschied. Ich versuche den jetzt hier mal irgendwie draufzustellen. Jetzt habe ich die Beine aber verstellt. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Na, er hält zumindest.
Ich finde, es ist ja ein Unterschied, ob ein Set mit dem, was man hier alles bekommt, 9,99 € kostet und dann ist ein Tier drinne. Oder man zahlt für ein Set irgendwie 40 € und ist auch nur ein Tier drinne, zum Beispiel bei einem Reiterhof oder so. Das finde ich dann ein bisschen doof. So, ich zeige euch hier mal den Panda. Der ist schön. Schöner Panda. Da kann man überhaupt nichts sagen. Relativ naturgetreu. Ein ganz entspanntes Tier. Kann man in jedem Kontext benutzen. Kann man sich hinzu mitbauen. Super. Dann haben wir noch ein kleines bisschen Gewächs und so. Ein paar Blätter. Auch kann man auch immer gut gebrauchen. Kommen wir zum Hauptthema. Das Auto. Ach, das Auto ist total gut. Total super. Ich hab mich echt gewundert. Also erstens kann das so einiges und bietet ganz viel Spielmöglichkeiten. Das finde ich ja grundsätzlich immer wichtig. Man kann hier die Türen aufmachen. Das ist immer gut. Ich probiere gleich nochmal da eine Figur reinzusetzen. Dann seht ihr auch schon, hier an der Seite gibt es... Oh, wo sind die denn hin? Na sowas. Ich muss irgendwo die Handschellen abgerupft haben. Aber ich habe hier noch welche in meinem Ersatzteilsäckchen. Bei den Ersatzteilen ist eine ganze Tür dabei. Ich glaube nicht, dass ich irgendwo eine vergessen habe, weil das Gefährt hat nur zwei. Weiß ich nicht warum. Vielleicht gab es da irgendwelche Probleme oder so. Hier gehören nochmal, da gehören einmal Handschellen dran. Ne? Und dann hat man dieses Gewächs, hat glaube ich keinen besonderen Sinn, nur so zum Stylen. Vorne Beleuchtung, an der anderen Seite hier nochmal so eine Spitzhacke und eine Harpune. Da waren aber, es war auch so eine Waffe dabei, aber die stand nicht in der Anleitung drin. Hier kann man diese durchaus vernünftigen Türen aufmachen. Wir gehen mal einmal rum und hier hinten, und das, da sage ich euch gleich nochmal ein bisschen was zu, ist dieser Käfig. Der ist toll geworden. Also der ist richtig toll geworden. Man kann den entweder an beiden Seiten hier einklicken. Oder man macht das so, und ehrlich gesagt, zum Spielen würde ich empfehlen, je nachdem wie alt das Kind ist, es einfach an einer Seite offen zu lassen, dann kann man es nämlich klappen. So, ich zeige das nochmal so. So, und dann kann man da den Panda retten. Ich probiere mal da eine Figur reinzusetzen. Also jetzt ohne das Dach abzumachen. Ich glaube aber, das ist meistens... Das funktioniert meistens nicht und ich könnte mir vorstellen... Nö, besser nicht machen. Funktioniert nicht so gut. Aber man kann natürlich das Dach abmachen und kann dann eine Figur reinsetzen. So, was ihr jetzt auch schon gesehen habt, und das finde ich sehr erstaunlich, ist, dieses Fahrzeug ist gefedert. Und zwar, jedes Rad kann sich einzeln bewegen. Und diese Federung funktioniert richtig gut. Ich zeige euch mal den Mechanismus. Das ist im Endeffekt eine ganz klare Technikfunktion, die sie hier bei einem 9,99 € Set mit dem Ganzen dazu und in der Größe, ich messe das gleich nochmal aus, was sie hier reingebaut haben. Richtig toll. Also hier unten sind so Gummis, seht ihr hier. Und dann sind hier so Liftarme dran festgemacht. Und da kann dann jedes Rad einzeln bewegt werden. Und das funktioniert, also es funktioniert wirklich richtig gut. Eine andere Sache, die ihr seht, dieses Fahrzeug fährt richtig gut. Also ich habe ja das ein oder andere Fahrzeug gehabt, wo das nicht geklappt hat. Hier, das fährt super. Das ist schön. Das Einzige, wo ich ein bisschen überrascht war, weil ich das nicht ganz so, also weil man sieht das ja auch, habe ich nicht, ist eher mein Ding, habe ich nicht richtig hingeguckt. Das sind so Hartplastikreifen und ich dachte zuerst, das wäre ziemlich blöd, als ich es ausgepackt habe. Würde ich jetzt gar nicht unbedingt so sehen. Natürlich sind Gummireifen toll, aber sie sind auch schwer. Und diese Reifen rollen gut. Also ehrlich gesagt, im Endeffekt alles gut. Nochmal hier zu diesem Käfig. Das ist ein 6-Plus-Set. Ich glaube, dass das mit 6 plus nichts, dass das nicht unbedingt klappt. Also das ist, man baut hier sehr, sehr, sehr viele. Ich zeige euch das mal in der Anleitung. Die Anleitung ist gut, ganz normal für Cumin. Aber es ist an dem Punkt, wo man dann nachher hier diesen Käfig baut. Vielleicht, also ich habe ja kein sechsjähriges Kind. Mein Sohn ist ja jetzt, wird jetzt erst 5.
Aber es ist halt wirklich so, da ist schon eine ganze Menge los auf einer Seite. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eher so eine Geschichte ist, die man zusammen mit Mama und Papa baut. Ist aber ja überhaupt kein Problem. Man muss ja immer im Hinterkopf behalten, dass dieses Set 9,99 € kostet und nicht 29,99 € oder ähnliches. Ich messe euch jetzt hier diesen fetten Jeep nochmal aus. Der ist nämlich, der ist 17 cm lang und 12 cm hoch. Also das ist ein richtiges Gefährt. Ihr seht das ja auch, wenn ich das jetzt hier in den Händen halte. Da ist richtig was dran. Das ist wirklich groß und ich glaube, ich habe es jetzt meinem Sohn noch nicht gezeigt. Ich glaube, der wird sehr begeistert sein, wenn er das sieht. Und die Federung ist auch toll. Ich war ganz überrascht. Ist das erste Police-Set, was ich von Cuman gebaut habe. Ich hatte ja auch so ein Mädchenset gebaut. Da war ich auch ganz angetan. Das war auch schön gemacht. Aber die Funktion hier, die ist schon, also hier nochmal jedes Rad zu federn und dann funktioniert das auch alles noch entspannt und unproblematisch. Man kann ja auch die Leuchten klappen und Tier dabei und so. Also ich würde sagen, dieses Set macht alles richtig. Da kann man, wenn man das Set jetzt irgendwo zum Geburtstag verschenkt, selbst wenn das eingefleischte Lego-Bauer oder Lego-Fans sind, könnte ich mir vorstellen, dass die hinterher sagen, du, das ist zwar nicht Lego, aber das ist trotzdem ein tolles Set. Genau, das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen zu dem Set. Falls euch das interessiert, werde ich das verlinken, dann braucht ihr gar nicht lange suchen. Und ich hoffe, euch geht's gut, ihr baut was Schönes, habt eine gute Zeit und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann!